Was geht ab, mir Hände? Herzlich willkommen hier aus Izmir zum besten U12-Turnier der Welt, Leute. Wow, was ein Kopf, Alter! Was ein Tor! Ja, Mente, Izmir Cup 2023. Wow, was haben wir für Spiele gesehen schon? Nun wünsche ich euch viel Spaß mit Teil 2. Leider auch dem letzten Teil. Lasst aber sehr, sehr gerne ein Like da auf das Video. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren und den Kanal kostenlos zu abonnieren. Falls du auch mal Bock hast, bei Kubanito Abonnenten Spieltage dabei zu sein, dass ich dich begleite, dann schreib mir auf Instagram und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Vamos! So, Miente, wunderschönen guten Morgen. Auf jeden Fall heute der Tag Nummer 2, Tag Nummer 2, Leute, vom Izmir Cup. Auf jeden Fall, jetzt geht's in den Bus. Und Leute, wir mussten eben noch ein Video schneiden, das war immer ein bisschen später dran. Die ersten K.O.-Spiele haben schon stattgefunden. Ja, wir gehen auf jeden Fall jetzt und gucken, wer da noch im Rennen ist. Vamos. Merhaba. What's up, bro? Good morning. Mr. Morning Goalkeeper. Is it even a morning? Are you the guy from Altenorde? No. Altenorde? I'm the guy from Modern Talking. So, Mike, was machen wir heute? Bro, ich hoffe, wir sehen jetzt die besten 16 Teams, die jetzt die Vorrunde geschafft haben. Oder ist das Vorrunde, Nachrunde? Wie nennt man das? Ja. Oder? Best of. Best of 16. Yes. I would say, let's go. So, mi gente, auf jeden Fall, wir haben es leider nicht geschafft heute zu den ersten Spielen. Leute, diese Hammerby Football, Leute, die sind richtig krass, haben Pauk weggeknallt. Marseille im Elfmeterschieß gewonnen, 12-11. Oha. Dann Mainz gegen Bayern, Bayern 1-0 gewonnen. Fenerbahce gewonnen gegen Genk, krass. Chelsea im Elfmeterschießen gegen Parma. Nein, er hat verloren, schade. Schade. Okay, wir gucken uns auf jeden Fall den Rest auch noch an. Und dann gebe ich euch gleich ein Update, Leute. So, Mirte! Wir sind zu spät. Ah ja, wir sind bei der Struggle mit Videoschneiden. Merhaba. So, Mirte, wer qualifiziert sich für die Achtel- und Viertelfinale, Halbfinale, Finale? Schlussendlich dann. Also jetzt hier Chelsea gegen Marseille. So, Mirte, erstes Spiel. Für uns war Chance für Marseille. Und was für ein Save da vom Keeper. Eieieiei. So, mi gente. Jetzt kommt der neue Torwart rein. Der meinte übrigens, der hat gegen Parma 2 Elfmeter gehalten. Die haben 6-5 gewonnen. Also Chelsea wirklich eine sehr, sehr kompakte Mannschaft, haben auf jeden Position einer, der zaubern kann oder halt einen Fehler ausbügeln kann. Und vor allem Nummer 8. Kennt ihr ja, wisst ihr ja. Okay. Danke, kommt. Einfache Bolze. Yes, Oli! No foul! Energy! Ne revient pas! C'est pas bon de revenir! Boah, das ist stark gemacht. Marseille muss den rein machen. Machen wir alles nach vorne. Oh, oh, was ein Save vom Keeper. Uiuiuiui, und das gibt nochmal eine Ecke. Ja, Chelsea ist einfach zu stark. So, und der Schiri wird das Spiel abpfeifen. Chelsea ist eine Runde weiter. Es gibt gleich zwei deutsche Duelle. Hier spielt jetzt gerade Bayer Leverkusen gegen Köln, Leute. Und ja, auf beiden Seiten sind Abonnenten. Ich glaube, ich kann mich noch erinnern, bei Köln ist die Nummer 7, ist Samuel. Und ja, an Emre kann ich mich noch erinnern, Nummer 8. Dann Angelo gibt es auch noch hier. Ja, auf jeden Fall viele, viele Abonnenten. Fühlt euch auf jeden Fall beide gegrüßt. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt hier, wer das für sich entscheiden wird. Leute, es ist gerade so intens. Auf dem anderen Feld gibt es dann Schalke gegen Eintracht Frankfurt. Das wird auch cool. Also wir gucken jetzt erstmal den Kölner zu, hier gegen Bayer Leverkusen. So, Leute, also hier ein deutsches Duell Bayer Leverkusen gegen Köln. Leute, mit der Nummer 10 auch ein sehr interessanter Mann, Elias.
hat, glaube ich, auch meines Erachtens schon bereits einen Nike-Vertrag, also sehr, sehr crazy in so einem jungen Alter. Und der Emre, hoch, versucht es aus der Distanz. Er anscheinend auch einer von der Kuba-Crew. Schöne Grüße auf jeden Fall an alle Leverkusener und an die Kölner. Boah, jetzt der Zehner. Boah, schön gemacht. Leute, ich sage ja, der Mann da drüben, der kann kicken. Glück dafür Leverkusen. Und wir haben hier gerade volles Intens Elfmeterschießen zwischen Fenerbahce und Berschot. Digga, also im Endeffekt von sowas lebt auf jeden Fall im Fußball. Emotionen, Leute. Ja? Oh yeah, crazy. Leute, ja, Köln konnte sich gegen Leverkusen durchsetzen, warum ich das Voiceover mache. Ich habe es leider so im Video im Stress völlig verplant zu sagen, weil zeitgleich das Spiel Frankfurt gegen Schalke ist. Deshalb sehen wir uns bei Spiel Schalke gegen Frankfurt. Niemand was sagen. So, mir hinter. Also jetzt hier Eintracht Frankfurt gegen Schalke 04, Leute. Frankfurt-Abonnente gegen Schalke-Abonnente. Wer wird das Ding hier machen? Ihr werdet sehen. Ich bin neutral. Schlägt das Herz natürlich für beide Zuschauer von mir. Möge der bessere gewinnen hier. So, mir hinter. Die Frankfurter hat mich sehr, sehr oft gefragt, ob ich den Spiel aufnehme. Cool, dass es jetzt hier geklappt hat. Also jetzt schauen wir Schalke gegen Eintracht Frankfurt um den Einzug ins Viertelfinale, Leute. Oh, hübsch gemacht vom Achter. Bleibt da aber hängen. Schöne Seitenverlagerung von der Nummer 6 von Frankfurt. Boah, Lennart. Oh, aber abseits. Abseits. Glück da für die Schalker. Oh, Möglichkeit! Das muss doch ein Fehler sein! Mach hin! Hä? Den Mann gedreht. Ja, gut, den Ball erobert. Und was? Ein Save da vom Schalke-Keeper. So, Leute, und er hier ist auch ein Abonnent. Der ist jetzt neu rein. Das ist Alims mit der Nummer 10. Aber für diesmal geht der Zweikampf an den Schalker. So, Alims. Oh, oi, oi, oi. So, mir hinter, auf jeden Fall. Wir haben jetzt kein übertrieben krasses Spiel gesehen. War sehr, sehr umkämpft. 0:0, jetzt Elfmeterschießen. Mike, was sagst du hinter der Kamera? Wer wird das machen? Bro, schwer. Ich glaube, der Schalke-Torwart ist gut, Bro. Ja. Der wird das schon kommt machen. Kommt auf mental. Bro, der Torwart kann wirklich der Hero sein, ja, oder? Hallo. Immer noch. Ja, Sonne, Schalke. Ja, Sonne. Ja. Mit was seinem Selbstvertrauen er den reingehämmert hat. Souverän. Da, souverän. Oben links. Schalke. So, jetzt Effe. Der Frankfurt-Keeper hält. Der hält ja die Nerven. Oh, der Schalke-Keeper safe. Oh, und der Schiri. Oh, der Schiri entscheidet auf dem Weg. Oh, 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 oh.
Mike sagt nein. Das wäre dann eine heftige Fehlentscheidung. Oh, der hält ihn nochmal! Und er hält ihn nochmal! Und er hält ihn nochmal! Er hält ihn einfach schon wieder. Was geschieht hier? Jetzt die Nummer 9 von Schalke. Was ein Strich. Oh, und wieder gehalten. Oh, und er macht ihn. Und das heißt, Schalke ist somit im Viertelfinale. Boah, Isuf! Flieg zurück! Uff! Noch nicht, ja. Auf Fuß! So, also mehr. Der erste Halbfinale für uns. Abonnent Isuf hier mit. Oh, die Großchance! Aber da ist er wieder auf der Linie, Leute. Die starke Nummer 8. Leute, ich lobe ihn ja ständig und ständig, aber. Er macht echt ein souveränes Spiel. Hier aber stark gemacht von der Nummer 10. Und was ein Brettspiel, Leute. Chelsea gegen Bayern. Oh, ist abseits. Oh, Möglichkeit jetzt. Oh, zieht rein. Aber Chelsea spielt auch dazwischen nochmal den Nachschuss. Aber das ist dann leichte Beute für den Torwart. Oh, versucht da ein langer Ball. Komm, Isuf. Wo ist Isuf? Oh, schade, 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 schade. Da hat er es auf, nicht auf dem Fuß, sondern via Kopf. Schade. Schön rausgeholt von Isuf. Also jetzt ein Freistoß aus. Nee, der kommt rein. Eieieiei. Glück für Chelsea. Leider ausgeschieden. Gegen wen? Schade. Egal, passiert. Man kann nicht immer gewinnen. Oh, hübsch gemacht. Schieß. Oh, Isuf. Oh, Isuf. Mende, das darf doch nicht wahr sein. So, man, das ist die Kuba-Crew, wisst Bescheid. Das sind die besten Ballers der Welt. Isuf, oh, es geht schon wieder weiter. Sackstark hat er das gemacht. Aber auch die Vorarbeit, sehr, sehr crazy. Und Bayern gewinnt. Brügge gegen Köln, Leute, jetzt im Elfmeterschießen, Leute, und Köln hat einfach einen eigenen Feldspieler, weil sich der Torwart verletzt hat. Komm, den hast du. Und er hat ihn einfach! Er hat ihn einfach! Er hat ihn einfach! Was geschieht hier? Er hat ihn einfach! Digga! Was geschieht denn hier? Hä? Ich weiß. Oh!
Oh, sehr, sehr zittrig. Oh, komm. Nein, wie bitter. Wie bitter, Leute. Mir hätte sehr, sehr bitter, aber die haben sich so gut geschlagen mit einfach einem Feldspieler im Tor, Leute, so weit bis ins Halbfinale zu kommen. Digga, das ist sehr, sehr crazy. Naja, so ist es. Alles gut, Bayern? Was, wo seid ihr? Seid ihr gegen Bayern rausgeflogen? Ja. Ja, ich glaube, Bayern wird das Ding gewinnen. Da kann man schon, stolz sagen, dass man so. Brügge, echt? Ja, okay. Schauen wir mal, Leute. Schauen wir mal, Leute, ob die Prediction stimmt von den beiden. Auf jeden Fall, die Mannschaft wird gleich reinlaufen. Und ja, wie fanden Sie sonst so das Turnier? Gut. Ja, war gut. War gut vorbereitet. Okay, Mente, auf jeden Fall, ich würde sagen, wir sehen uns jetzt im Finale. Brügge gegen Bayern. So, Mente, da ist es also, das Finale. Das wohl beste U12-Turnier. Und da sind die beiden Mannschaften, Leute, angeführt vom Kapitän von Bayern München, Leute. Egal, kommt! Bayern gegen Brügge. Ali Isuf, machst du, Bruder? Leute, guckt euch mal bitte das an. Guck mal, wie voll das ist hier. Krank, bis da oben. Wow. Leute, guck mal, da ist. Oh, gut. Top die Clock. Finale Izmir Cup 2023. Geht los. Also Brügge gegen Bayern München. Oh, Schussmöglichkeit. Schade, schade. Also Bayern, da macht direkt wieder Druck. Oh, Möglichkeit für die Bayern. Eieieiei. Männer, lasst nicht zu viel von den Chancen liegen. Das könnte bitter werden. Hm. Aber auf jeden Fall. Oh, da ist es. Da ist es 1-0. Da ist es, das 1-0. Das 1-0 für die Bayern. Schön gemacht. Boah, was ein Pass von Isuf. Oh, schade, schade. Boah, macht das gut. Dann zwei vorbei. Oh. Oh, und gibt Freistoß. Ich dachte. Okay, Leute. Halbzeit. So, Miente. Zweite Halbzeit geht weiter. Oh. Schöner Schussversuch wieder von Isuf. Leute, für mich einfach einer der besten Spieler. Es würde mich nicht verwundern, wenn er auch besser Spieler wird. Acht und da macht er auch noch sein nächstes Tor. Isuf Izeni. Er belohnt sich einfach. Da belohnt er sich einfach. Isuf Izeni. Stark gemacht. Und vor allem die Aktion vorher. Setzt da super seinen Körper. Und auch schön zu sehen, die Geste, dass er Gott dankt dafür. Isuf! Oh, schade, schade. So, Miete, und Bayern gewinnt! So, Mente, ich würde auf jeden Fall sagen, wir sind am Ende des Videos angelangt. Mal wieder ein richtig, richtig geilen Köpfen. Und ich muss auch ganz, ganz schöne Grüße lassen an Murat, ja, der das Ganze hier organisiert hat. Izmir Cup, sehr, sehr crazy. Wir haben Skills gesehen, heftige Tore, heftige Saves. Und ja, Leute, schreibt sehr, sehr gerne unten in die Kommentare, wo ich als nächstes hingehen soll, auf welches Turnier. Und ja, vielen Dank an Mike hinter der Kamera. Wisst Bescheid, gute Torwarthandschuhe braucht, checkt Grip Mode ab. Und ihr wisst Bescheid, Finelli auf die 1, falls ihr mal ein freshes Shirt wollt. Hose, Cargos, Jacken, wisst Bescheid. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video, folgt mir auf Instagram. Peace!